Hallo zusammen, da sind wir zurück im Schneebergwerk bei Luigi's Mansion 2. Jetzt geht's auf in die Schlitterschlacht. Na, das klingt ja verlockend. Na, Luigi, bereit für die Jagd auf ein weiteres Finstermondstück? Naja, weiß nicht. Du bist zwar bereits ein wahrer Profigeisterjäger, aber wär bloß nicht unvorsichtig, ja? Oh, ein Finstermondstück, da auch ein Meistergeist. So viel ist schon sicher. Ich weiß ja nicht viel über diese Meistergeister, nur, dass sie außerordentlich mächtig sind. Die mächtigsten Geister im Tal. Ideal, um die Finstermondstücke für irgendwen zu bewachen. Die Sache ist von langer Hand geplant. Gar kein Zweifel möglich. Jedenfalls geht es nun ums Ganze. Wir dürfen nicht locker lassen. Mach dich bereit, ja? Achso, wir hatten ja die Kamera hier draußen aktiv, deshalb, Moment. Ist noch irgendwo vielleicht was abzuholen, so? Nee, da kommen wir nicht rüber. Hier, Schnee wegsaugen, macht auch keinen Sinn. Nee, wir müssen da jetzt durch. Ich dachte so vorher noch Knochen holen. Hallo? Bäh, da ist er ja schon. Das ist immer was ganz anderes. Ja, wir sind ja erstmal hier so. Zweite Phase. Weißt du, so viele sind, hat man die Chance, das zu treffen, ist viel höher, ne? Joa, das war hier knapp. Und das letzte Stückchen noch. Nein.
echt lange gebraucht. Zu früh? Nee. Ist es jetzt zu spät? Ja. Ist es zu früh? Sei denn. Ah, Mist. Der Lauf schon heiß. Okay, jetzt haben wir ihn. Mein Schlitten läuft auch heiß. Lach nicht so. Jetzt muss er erstmal wieder warten. Jetzt kommt er wieder hier mit seinen grünen Spielchen und der lila Kugel. Ach. Ja, jetzt hat er mich getroffen. Einmal noch, denke ich mal. Also es sind ja immer drei Phasen gewesen. Genau, ich habe immer gerne die in der Mitte schon weg. Die sind etwas schwieriger zu treffen, finde ich. Ja, jetzt haben wir nämlich genau so eine. Ah, gut. Das hat auch nicht ganz lange gedauert. Na komm. Holen wir uns mal das letzte Stück hier. Eigentlich ist es ja das vorletzte. Aber das letzte hier in diesem, in dieser kalten Gegend. Oh. Hören, ich. Ja, das war's dann mit dem Empfang. Was schickt der mich auch mal so weit runter? Mission abgeschlossen. Hey, Silber.
Du, lieber Eiszeit, wo warst du nun, Luigi? Ich konnte dich kaum orten. Fast hätte dich der Voxelporter nicht mehr erwischt. Und hast du den Meistergeist unschädlich gemacht und das Finstermondstück erbeutet? Freude, toll gemacht, Luigi. Lass uns den Geistermeister schnell hinab ins Gehege schicken. Formidabel, dann reich mir mal das Finstermundstück, damit wir es reinigen können. Ich glaube fast, der Nebel hat sich noch weiter gelichtet. Schauen wir mal. Kurios. Mal sehen, was das Paraskop zu diesem Bauwerk zu sagen hat. Oje. Oje. Was heißt hier unten? Trugschloss. Das Schloss eines schwerreichen Weltenbummlers, gefüllt mit Schätzen und aus aller Welt. Viel interessanter ist jedoch die immense paranormale Energie, die in seinen Mauern ruht. Haustürschlüssel, müssen wir denen das geben? Luigi, das letzte Finstermondstück schlummert scheinbar im alten Trugschloss. Jeder Bau trägt seinen Namen und völlig zu Recht. Ein wahrlich sonderbares Gemäuer. Bisher hatte sich jeder tieferen ektografischen Erforschung entzogen. Dennoch wurde dort die stärkste paranormale Energie aller Zeiten gemessen, aller Ewigkeiten gar. Kein vernünftiger Mensch würde dort einen Fuß hineinsetzen. Aber zum Glück lässt du dich von solchen Schauermärchen ja nicht mehr irren. Ah, unser Glück. Wenn du das Finstermondstück nicht finden kannst, dann ist nämlich keiner. Aber nur nicht verzweifeln. Du musst auch das Gute an der Sache sehen. Du bist, du hast einen wunderbar buschigen Schnauzer. Verzeih mir, motivieren ist jetzt nicht gerade meine Stärke. Hier hast du jedenfalls den Haustürschlüssel des Trugschlosses. Ach, den hat er schon. Den müssen wir gar nicht erst suchen. Und nicht verlieren, hörst du? Sonst ist die Reise nämlich im Haupteingang zu Ende. Bei all der Spukaktivität dort ist es mir leider nicht gelungen, das Finstermondstück zu orten. Du musst dich wohl oder übel auf deinen eigenen Riecher verlassen. Viel Glück, Luigi. Du wirst es brauchen. Oh Gott, wir sind gleich balancieren hier. Da geht doch der Schlüssel verloren, wenn wir gleich ran. Ist auch so windig. Ich tue einfach die Mütze weg. Okay. Jetzt. Das ging ja noch. Na, nein, mach doch sowas nicht. Und hüpf. Okay, weiter geht's. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, wir schauen. Wie kommt das eigentlich, dass der Professor überall diese Kameras installiert hat? Nein, nicht den Abgrund runter.
Herr. Vielleicht auch welche? Nein. Aber wir haben ja einen Schlüssel. Pferde passt nicht. Fürs falsche Schloss. Nein, nicht der Hund. Oh, Fifi, was machst du denn? Bad Doggy. Du böses Hundilein. Was jetzt? In den Haustürschlüssel. Ja, nichts leichter als das. Kann ich da jetzt einfach rüberlaufen? Ja, kann ich. Taubi. Wo bist denn du? Wie nennt sich das? Da ist sogar was. Nein, das liegt ja nicht rein. Also ganz runter hier das Geld. Bobby, was machst du denn? Bleib hier. Oh, da ist was. Oder? Nee, so ist da was, okay. Komm mal hier. Wo ist die? Mal schnell hier vor. Ist ja dunkel da. So, Bobby, wo bist du? Wo bist du hin? Muss ich jetzt hin? Nee, ist noch eine Treppe runter. Was passiert, wenn ich diese Pflanzen an der Wurzel ziehe? Aha. Noch ein paar Kanalarbeiten. Also, na super. Oh, was machst du bloß, Wauwi? Immer im falschen Augenblick. Gütiger Preispudel, der kleine Streuner scheint sich das ganz wohl zu fühlen. Wenn der wüsste, wie viel Ärger er uns macht. Hast du nichts für ihn dabei? Ein verhexten Hundekeks, damit könntest du... Ach, vergiss es. Ein absurder Gedanke. Du musst wohl einen anderen Weg hineinfinden, mein Lieber. Das dachten wir auch schon. Muss ich bestimmt durch den Brunnen gehen hier. Nicht? Der sieht so aus, ne? Als ob man da irgendwie... Ah ja, da ist so cool. Kann ich einfach reinstürzen? Jetzt hier schon wieder raus. Ich hier Pilze. Na gut. Komm, bleib stehen. Sag mal. Und? Ich bin da so mit kristallisierten Geister hier.
noch einer kommt mit mir. Mich hier. So, die hätten wir erstmal. Aber wo ist Piddy hin? Damit muss er doch kommen, wenn ich jetzt hier. Ja, schnell durch hier. Au! Ich will doch hecheln. Oh Mensch, was machst du denn? Bleib doch mal hier. Ich erst alles anzünden. Dann nach aus, ne? Feuer haben wir hier. Zwei oben. Alles da. Nein. Es ist aus. Ah. Warte, muss ich erst irgendwas mit dem Teppich machen? Das ist ja viel zu hoch für ihn, aber hier geht's auch. Hat eine Zündschnur. Im Teppich unter den Boden weggezogen, unter den Füßen weggezogen. Mischen sich auch noch wieder ein paar Spinnen ein. Passen, dass ich da nicht reinhöre. Rauf auf den Thron, Luigi. Ab geht's in den Keller. Noch weiter runter. Irrgarten-Katakomben. Na, das klingt ja super. Ach, Mensch. Huch. Oh, nö, sowas. Kam der Frosch jetzt raus? Wow. Hm, da war es nicht. Ah ja. Ich kann doch den Hund hecheln.
Nein! Jetzt war ich hier wieder gelandet. Ach, wie blöd. Aha. Nein! Mann! Ich bin schon so vor wie Homer Simpson. Da war es dann auch nicht. Ja, da haben wir ein Geheimnis entdeckt. Juhu! Nee, war ja hier. Ah, boah, Glück gehabt. Nein. Dummerweise habe ich mir jetzt gerade gar nicht mehr gemerkt, wo ich lang gegangen bin an der Stelle. Ungünstig. Da ist eine Tür. Herzen im Glas? Spielen die jetzt? Frankenstein? Jetzt haben wir hier auch noch wieder so ein Lila-Viech dabei. Lila nicht, muss das sein. Kriege ich denn jetzt die Gläser kaputt? Ja, damit ich da rankomme an die Herzen und an den Kristall, den ich da gerade gesehen habe. Heiße ich so war, ich Bulldogge heiße. Hallo Bulldog. So kommen wir da ran. Mit Hilfe des Helms. Damit hätten wir den ersten Kristall. Ich hätte mich erstmal um den kümmern sollen und nicht um die dummen Herzen. Thank you.
Boah, den hätten wir. Aber immer noch nicht den Schlüssel. Und den Hund. Na, jetzt wurde dieses letzte Münzlein nicht mehr. Nee, oder? Och, Mann! Das ist ein Geist in der Tonne. Ich nenne dich extra. Dafür irgendwas brauchen? Ja, hier. Da ist was kaputt. Tja. Ich weiß nicht. Ah ja. Aha. Gut, aber wo es jetzt sinnvoll ist. Ach, das sehen wir noch, weil der Hund hier ist. Komm her, Vivi, komm her. Nein! Komm her. Ich hab Raum. Auch doch den Schlüssel. Warum ist er? Ich wollte gerade sagen, der war jetzt golden, nicht mehr grün, aber jetzt ist er wieder grün. Aus dem Knast raus. Meisterlich, Luigi. Dieser kleine Reißaus gehört definitiv an die Leine gelegt. Huch, was ist das denn? Du hast dich sehr weit vom Schlosseingang entfernt. Sparen wir dir die Lauferei und boxeln dich lieber rasch zurück, ja? Dann mach dich mal bereit. Ciao. Oh, yes. Oh, oh. I did it. Oh, oh. Jawohl, Silber. Da bist du ja wieder. Toll, wie du dem kleinen Flitzer den Haustürschlüssel wieder abgelutzt hast. Nur könnte man fast meinen, der Hund hätte das Härchen Gassi geführt. Oh. Das sind wir am ersten. Laubi haben wir wieder drin. Der haut doch bestimmt gleich wieder ab. Der bleibt doch nicht da. Get it.
Nanu, sieht aus, als wäre der kleine Rabauke diesmal bei uns. Gut, dass ich die Geisterdichtung seit dem letzten Mal ein wenig verstärkt habe. Komisch, diesmal bist du gar nicht so vielen Geistern begegnet. Aber das war ja auch nicht das Trugschloss selbst, eher sowas wie der Keller. Wer weiß, wie es da oben ist. Das Schloss sieht ganz anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Dort neu gestrichen wurde? Egal. Ich stelle den Voxelporter jedenfalls so ein, dass er dich direkt an die Haustür bringt. Wieso legst du so lange nicht ein Übungsründchen im Wirrwarrturm ein? Du musst schließlich in Topform sein, um im Trugschloss zu bestehen. Schauen wir uns beim nächsten Mal weiter um im Trugschloss. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.